Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Magic Duels Origins. Ja, und wir können hier in den Story Mode von Magic rein. Wir können verschiedene Planeswalker spielen hier. Die haben wir ja schon gemacht hier, die Kampagne. Und dann gucken wir uns doch jetzt mal hier den Jace Beleren an. Du bist Jace Beleren, ein 13-Jähriger, der auf einem der Magierringe Wünz lebt. Du bist ein Naturtalent in Sachen Gedankenmagie und kannst die Gedanken anderer wahrnehmen. Es fällt dir schwer, mit anderen Freundschaft zu schließen, denn dir ist schmerzlich bewusst, dass du in ihren Augen ein Freak bist. Ja, welcher Nerd kennt das nicht? So, die habe ich in der Tat noch nicht gespielt hier. Ich habe hinten Nissa habe ich schon mal gespielt. Aber da kommen wir ja später dann zu. Hier oben im Store seht ihr, ich habe jede Menge Coins, die ich nicht großartig ausgehen kann, weil ich ohne Ende jetzt schon gezockt habe. Zwischen den Aufnahmen. Einfach so immer so zwischendurch, so 15 Ding, 15 Ding, 15 Ding, 15 Ding. Und es ist immer noch ein bisschen was über von der Kohle, die ich reingebuttert habe. Aber ich habe, glaube ich, inzwischen schon alle Karten. Naja. 10 Münzen können wir noch mal weiter verdienen, wenn wir denn hier starten. Dann machen wir das doch mal. Der äußere Rand des Magierings ist dein Lieblingsort. Nur hier kannst du den Gedanken der anderen entkommen, die andernorts unablässig auf dich einprasseln. Es ist normalerweise ein ruhiger Ort, doch heute ist alles anders. Magiering Raufbolde. Eine Horde Bullies wahrscheinlich. So, was haben wir hier? Wir haben 4 blaue Mana. Wir haben eine Illusionskreatur. Wir haben noch eine Illusionskreatur, den Phantomkrieger. Und wir haben den Nimbus der Inseln. Auch, ne, ist keine Illusion, ist ein Elementarium. 3-3 fliegend für 5. Ja. Kann man behalten. Wir können bis Runde 3 halt nichts machen, aber ich denke mal, dass das in diesen Story-Modus hier nicht so schlimm ist. Allgemein, mein erster Eindruck von dem Spiel ist relativ gut. Macht mir Spaß. Die Anzahl der Karten ist echt sehr, 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 sehr beschränkt. Und auch welche Karten man so hat. Also, wenn ihr ein richtig krasser Magic-Freak seid, werdet ihr hier, glaube ich, sehr enttäuscht sein. Aber es soll ja Erweiterungen geben, Mann. Mit den weiteren Editionen sollen immer mehr Karten dazukommen, angeblich. Bin gespannt. Ja. So, ein Aschemaulhund. Immer wenn der Aschemaulhund eine Kreatur blockt oder von ihr geblockt wirkt, fügt er dieser Kreatur einen Schadenspunkt zu. Jo. Läuft. Jetzt haben wir schon unser Problem, dass wir bis zum Zug 3 nicht unbedingt was Gutes machen können. Aber wir haben ja das Blatt Wenden. Kreaturen, die dann den Gegner kontrollieren, halten -2/-0 bis zum Ende des Zuges. Das heißt, wir können in dem einen Zug, den der jetzt hier gleich angreifen wird, schon mal keinen Schaden kassieren. Das ist schon mal ganz gut. Achso, weiter. Wir wollen das natürlich jetzt noch nicht spielen. Wir spielen das erst, wenn er angreift. So, wir haben erstmal... Oh, er wird verzaubert. Mit +2/+0. Okay, wir kriegen dann also doch Schaden. Und das kann auch geopfert werden. Jetzt wird er mal angreifen. Ja, er wird angreifen und also spielen wir unseren Spontanzauber. Und kriegen dann statt 4 nur 2 Schaden. Ja. So. 3 Mana. Jetzt können wir irgendwas spielen. Was Problem ist... Er kann das hier losschicken, um 2 Schaden an der Kreatur zu machen. Das heißt, der Phantomkrieger wäre sofort tot. Das Traumwesen würde überleben. Ja, würde dann aber abgeschossen werden, wenn er den hier blockt. Hm. Der Nimbus ist noch nicht bereit und Karten ziehen bringt uns momentan nichts. Das heißt, wir müssen wohl das Traumwesen... hier versuchen zu opfern.
Dann hat er zumindest die Verzauberung ist dann weg. Also spielen wir mal das Traumwesen. So, dann schauen wir mal, ob er angreift. Kann ja auch sein, dass er die Verzauberung gar nicht benutzen möchte, um uns Schaden zuzufügen. Was kommt hier? Ein fliegender 2-2, der aufpumpbar ist. Also bis zu 1, 2, 3, 4 Stärkepunkte mehr kriegt. Ja, das ist ein sehr aggressives Deck da hinten. Momentan können wir mit unseren Karten ja echt wenig dagegen machen. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Aber er hat nicht angegriffen. Das ist schon mal ganz nice. So, dann spielen wir jetzt den Phantomkrieger. Angreifen tun wir wahrscheinlich nicht. Dann werden wir hier gleich wahrscheinlich 2 Schaden kriegen. Und der Phantomkrieger... Also ich würde ihn töten mit dieser Verzauberung, weil der sehr schnell sehr fies werden kann. Der kann halt nicht geblockt werden. Ne? Nächste Runde können wir dann einen Blocker für den Flieger rausspielen. Ja, jetzt greift er mit beiden an. So, dann blocken wir den. Dann schauen wir mal. Er schießt den Phantomkrieger tot und die beiden blocken sich gegenseitig tot wahrscheinlich. Nee. Der hat ja jetzt keine 4 mehr. Aber er schießt den Schaden. Naja. Und noch ein Flieger. Unsere Kreaturen sind alle tot. So, wir spielen wieder ein Land raus. So, spielen wir jetzt noch eine Kreatur am Boden. Das würde uns wahrscheinlich überhaupt nichts nützen, weil er hat Gegner 2 Flieger. Das heißt, wir sind angewiesen auf diesen Flieger, der den blocken kann. Spielen den auch mal raus. Hier krass in der Defensive, was mir eigentlich nicht so gut gefällt. Wenn der Gegner will, ist der beim nächsten Blocken halt auch tot und der andere halt noch da. Das, ja, da ist wieder der Hund. Ja, ich sehe das nicht kommen, dass wir hier groß gewinnen können. Ja, wenigstens greift der Gegner nicht an. Wir ziehen einfach mal Karten hier. Was wir noch weg haben. Oh, wir haben einen Traumdrachen. Sehr gut, den können wir aber noch nicht spielen. Erst nächste Runde. Und dann spielen wir jetzt hier mal das Traumwesen aus, um zumindest hier den Hund auf dem Boden blocken zu können. So, Angriff machen wir nicht. Das wäre nur unser Tod. Ja. Und mit jedem Land, was der Gegner rausspielt, rückt unser Tod näher. Ja, jetzt kommt's. So, der wird geblockt. Der wird geblockt, das heißt, die beiden werden tot sein, wenn er das hier geschickt entstellt und wir kriegen jede Menge Schaden rein. Ja, hat er geschickt gemacht, 8 Schaden. Ja, nicht so cool. Wir spielen eine Insel und spielen den Traumdrachen als Blocker raus. Und unten den Azur-Magier, der zum Kartenziehen da ist, den können wir eigentlich auch spielen. Aber es wird uns nicht viel bringen. Also die 8 Punkte hier sind zu krass. Wir können natürlich hoffen, dass der Gegner jetzt keine guten Karten mehr zieht. Aber selbst Länder sind mit der Kreatur hier relativ gut. So. Ja, den Drachen werden wir fast verlieren, aber wir kriegen zumindest keinen Schaden. Ja, und er verliert seinen Flieger auch. So, und was kommt jetzt? Noch ein Flieger? Nee, es kommt nichts mehr. Das ist ja schon mal ganz gut. So, dann können wir unseren Flieger hier wieder rausspielen, den wir gerade neu gezogen haben, und spielen noch ein Land. Und hier müssen wir leider 4 Mana für Hanfkarten ziehen. Aber wir können ja mal einfach mal angreifen mit dem 2-1er. Können wir auch mal ein bisschen Schaden machen. Aber momentan laufen wir nicht in Gefahr, hier von irgendwas angegriffen zu werden. Obwohl man bei Rot halt auch immer aufpassen muss, dass die Kreaturen mit Hast haben. Also Eile. Und die können dann sofort angreifen. So, hier haben wir wieder einen, der Karten zieht. Aber ich würde gerne erstmal eine Karte ziehen. Weil so cool finde ich den jetzt nicht. So, was haben wir jetzt hier? 2-2er. Wenn er ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand des Besitzers zurückbringen. Der ist cool, den behalten wir erstmal auf der Hand.
Jetzt haben wir noch eine Karte. Wir greifen erstmal an, glaube ich. Greifen erstmal an. Angreifen. So. Und falls der Gegner eine Hastkreatur hat, spielen wir noch einen Blocker raus. Hoffen dann, dass er keinen fliegenden Hastbäumel da auf seiner Hand hat. Dann kommt noch ein Land. Oh nee, das ist unser Tod. Er hat 10 Länder, pumpt jetzt 10 Mana hier in den vulkanischen Geysir und fügt einer Kreatur, einem Spieler, wahrscheinlich einem Spieler 8 Schadenspunkte zu. Das heißt, wir haben verloren. Ja, so schnell kann das gegen rotes Deck. Ja, aber ich denke, wir hatten da nicht großartig Chancen, das anders zu gestalten. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, ob ihr irgendwas anders gemacht hättet, aber ich glaube nicht, dass wir da eine großartige Chance hatten. Wir spielen das Ganze nochmal und gucken einfach mal, ob wir mit einer anderen Starthand vielleicht gesegnet werden, die dann ein bisschen cooler ist. Ja, Ladezeiten sind für so ein Spiel eigentlich relativ kacke, finde ich. So. Revanche. So, wir haben wieder 4 Länder. Wir haben den Kartenziehmagier, wir haben den Traumdrachen und wir haben die Weissagung. Ich weiß nicht, das sieht auch wieder nicht so cool aus, aber wir können wenigstens in Runde 2 schon eine Kreatur rausspielen. Das ist schon mal ganz gut. Ich fürchte auch, da ist nicht viel mehr Besseres in dem Deck drin. Also gegenüber dem Jace, der in dem letzten Teil war, ist das hier natürlich Peanuts. Ne? Also der war ja richtig krass, wenn ihr euch erinnert. Aber gut, da hatten wir ihn auch als Gegner. Und hier ist ja auch noch der junge Jace. Ne? So, wir haben hier den Nichtigmacher gezogen. Ja, der ist ganz in Ordnung. Nichts, was mich jetzt total begeistert. Weil dafür braucht man noch 2 weitere Mana. Aber immerhin können wir eine Kreatur davon erstmal aus dem Weg schaffen. Das ist ganz gut. So, ja, da kommt wieder dieser komische Hund. Den kennen wir ja schon. So, ein drittes Mana. Da können wir dann direkt mal Karten mitziehen. So, noch ein Azurmagier. Greifen wir an oder greifen wir nicht an? Wenn wir angreifen und geblockt werden, sind wir jetzt schon tot. Das heißt, also wenn er blockt, weil da schießt er dann Schaden. Wenn er angreift und wir blocken, kriegen wir zumindest die 2 Schaden nicht durch, die er dann macht. Deswegen versuche ich uns mal die Schaden, 2 Schaden dazu ersparen. So, er greift auch gar nicht an, das ist ganz gut. Finde ich prima. So können wir nämlich dann jetzt... ja, spielen wir jetzt den und greifen für 2 an. Ne, wir spielen... Ah, jetzt habe ich... Ach, verdammt, das war falsch geklickt. Ja. Ich wollte den Traumdrachen eigentlich spielen. Aber gut, jetzt bouncen wir ihn weg. Und greifen für 2 an. Ansonsten hätte ich das nächste Runde gemacht und dann wäre der Traumdrache für 5 durchgekommen. Das wäre natürlich viel, viel besser gewesen. Jetzt so nicht so geil, finde ich. Naja. Da kommt der Hund wieder. Ja, zumindest kann der den Hund auch tot blocken. So, da haben wir noch einen Traumdrachen. Das heißt... Ja, der schießt den weg, wenn der angreift. Wenn der angreift und geblockt wird, dann sind die zumindest beide tot. Das heißt, wir greifen jetzt mit dem an. Angriff. Wenn er ihn blockt, sind beide Kreaturen tot. Er blockt nicht. Sehr gut, dann spielen wir jetzt als Verteidigung noch einen Traumdrachen raus. Der kann den auf jeden Fall ohne Probleme blocken. Und ist auch eine krasse Bedrohung. Obwohl, ah nee. Wenn der Ziel ein Zauberspruch oder Fähigkeit wird, dann muss ich ihn opfern. Das heißt, wenn der den blockt, dann wird Ziel von seiner Fähigkeit und ist auf jeden Fall tot. Was jetzt nicht so geil ist. Da ist noch so ein Hund. Und er hat sich auch nicht getraut anzugreifen.
Läuft, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Kreaturen, die deinen Gegner kontrolliert halten. Ja, das kennen wir auch schon. Alles klar. So, dann würde ich sagen, wenn die beide blocken, ist der tot. Das heißt, wir greifen nur mit dem Traumdrachen an. Die kann er nicht blocken, weil der fliegt. Und 5 Schaden ist ja ganz gut. So, und spielen dann direkt noch einen Traumdrachen raus. Und den behalten wir uns mal auf der Hand. Könnte nämlich ganz gut sein, um unsere Kreaturen hier ein bisschen besser durchzukriegen. Da kommt ein Flieger bei ihm und der ist nämlich ganz schön fies. Ja. So. Schade, dass er den jetzt rausgespielt hat, sonst hätten wir ihn schon gewonnen gehabt. Aber so müssen wir noch ein bisschen... Obwohl, wir haben jetzt gewonnen, weil wir haben hier den Nichtigmacher gezogen. Den spielen wir jetzt aus und bouncen ihm den Flieger wieder zurück auf die Hand. Und weg damit. Auf die Hand des Gegners zurück. So, und jetzt greifen wir einfach mit allem an. Obwohl, nee, da hat er 2 Blocker. Nicht so geil. Okay, dann müssen wir nächste Runde irgendwann erst gewinnen. Ja, immerhin. Gut, wir spielen, wir holen uns dann jetzt erstmal 2 Drachen mit 10 Schadenspunkten. Dann geht er auf 1. Wir haben genug Kreaturen draußen, um ihn zu bedrohen. Haben auch immer noch zur Not hier dieses Blatt wenden, um ein bisschen weniger Schaden zu bekommen. Da ist der Drache wieder, der Flieger wieder. Was ist das eigentlich? Das ist ein Drache. Traut sich nicht anzugreifen, war klar. So, ah, schade, noch ein Bounce-Effekt. So, wenn wir jetzt mit allem angreifen, er kann 3 Dinger blocken, er kann einen Flieger blocken, dann kommt auf jeden Fall 5 durch. Das heißt, wir müssen auch nur mit den Fliegern angreifen. Vielleicht hat er noch irgendwas zum Burn auf der Hand. Für 3, das heißt, wir greifen mit dem an, mit dem an. Wir greifen einfach mit allem an, dann müssten wir auf jeden Fall sicher sein. Risiko, komm, angreifen. Wenn er irgendwas Tolles noch auf der Hand hat, aber jetzt, wir haben bis jetzt nichts großartig gesehen, was da uns sagen würde, dass er das verhindern kann, dass wir ihn töten. Ja. Okay, ja. Erste Stufe bei Jace abgeschlossen. Unser Deck wird aufgewertet. Ich hoffe auch mit vernünftigen Sachen. Was ich scheiße finde in diesem Story-Modus ist, dass man vorher sein Deck nicht kennt. Also, wir hätten wenigstens so einbauen können, dass man sich sein Deck vorher angucken kann, dass man weiß, welche Karten da drin sind. Ja? Also ich finde das immer enorm wichtig. Hier, vor Wut über deinen Widerstand werfen dich die Raufbolde vom Ring. Verzweifelt klammerst du dich an den Rand und bevor du weißt, wie die geschieht, zwingst du einen der Raufbolde durch Telepathie dazu, dich zu retten. Du hast den Kampf gewonnen, aber dir wurde schmerzlich bewusst, welche Gefahren deine Fähigkeiten lagen. Okay. Dann gehen wir jetzt in den nächsten Fight, aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, have fun, euer Quali. Tschüss. Yeah.